Es dauert nicht mal lange, dann haben unsere Pokémon Level 50 erreicht. Also, drei Stück konnten bereits Level 50 erreichen. Es fehlt nur noch Luxtra, X-Bud und Galoppa. Aber X-Bud und Galoppa, ne Quatsch, X-Bud und Luxtra sind schon auf Level 48 und Romcoaster alias Galoppa ist auf Level 47, also es dauert nicht mehr so lange und dann haben wir es geschafft. Dann sind unsere Pokémon auf Level 50, dann sind wir bereit für die Pokémon-Liga, zumindest hoffe ich das. Es kann auch sein, dass wir da dann total scheitern und dann müssen wir nochmal trainieren, aber davon gehe ich mal nicht aus. Ich denke schon, dass Level 50 reichen sollte. Eigentlich schon. Eigentlich sollte das reichen. Nochmal zur Info, wenn dich nur die Story interessiert, dann kannst du diese Folge überspringen. Denn wir werden hier nur trainieren und gerade dauert es ziemlich lange, bis ein Pokémon erscheint. Na, komm schon, ich brauche hier... Das dauert hier echt lange, aber jetzt erscheint ein Pokémon in Verbindung mit einem Ruckler. Ist hier leider öfters der Fall, denn mein Emulator ist nicht der beste gerade. Beziehungsweise, ich habe ihn übernommen von Windows 7 auf Windows 10. Ich habe ja einen neuen PC. Und damals bei Windows 7 gab es schon einen Konflikt und der wird jetzt bei Windows 10 fortgesetzt. Das ist schade. Es liegt am Emulator auf jeden Fall, nicht am Computer. Dass das Ganze hier ruckelt, sollte keine Ausrede sein. Aber ist leider so. Damit müssen wir noch leben. Wenn wir irgendwie was Neues spielen werden, dann werde ich mir auf jeden Fall eine neue Technik hier zulegen. Damit wir dann auch flüssig spielen können. Weil ab und zu kommt es halt vor, dass solche Ruckler entstehen. Es tut mir leid, ich kann das leider nicht verhindern. Vielleicht liegt es auch an der Einstellung. Ist ja auch sehr gut möglich. Warum trainiere ich nicht mehr in der Siegelstraße? Aus dem Grund, weil Luxtra, X-Bud und Galoppa sind dort sehr schwer zu trainieren. Ja, vielleicht X-Bud. Vielleicht am besten von den dreien. Und Romcoaster alias Galoppa kann man halt einsetzen, wenn zum Beispiel Stalos erscheint. Denn Stalos ist ja ein Stahl-Pokémon und ist leicht mit Feuer zu besiegen. Funkensprung-Attacke. Bin mal gespannt, wie lange das hier noch dauert, bis wir dann Level 50 erreichen. Bestimmt noch ein bisschen, weil hier die Pokémon sehr, sehr, sehr langsam erscheinen. Aber es gibt viele Punkte. 455 jetzt nur wegen dem EP-Teiler. Weil hier kann man Romcoaster ja auch nicht trainieren, alias Galoppa. Zumindest sehr, sehr schwer gegen Wasser-Pokémon bzw. Wasser- und Flug-Pokémon. Das wird kein leichtes Unterfangen. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen, in dieser Folge ein weiteres Pokémon auf Level 50 zu bringen. Aber ich denke mal positiv, vielleicht wird uns das gelingen oder gerade so. Oder gerade so nicht. Oder wir müssen den Ort nochmal wechseln. Wir könnten ja auch nochmal tiefer in die Siegestraße reingehen. Dort gab es ja auch eine Wasserfläche. Vielleicht können wir dort ja ein bisschen besser trainieren. Zumindest war doch da irgendwie eine Wasserfläche, ne? Aber ich glaube, es macht kaum einen Unterschied, ob wir dann hier trainieren oder dort. Wir müssen halt geduldig sein. Geduldig sein, geduldig sein, geduldig sein. Und zudem kann man ja noch über einige Sachen sprechen. Heute war ich beim Friseur zum Beispiel. Ein sehr spannendes Thema aus meinem privaten Leben. Nee, also ich gehe eigentlich relativ selten zum Friseur. Obwohl ich eigentlich kurze Haare habe. Also wenn man kurze Haare hat, dann muss man ja ein bisschen öfters zum Friseur gehen. Aber ich lasse die auch ein bisschen länger wachsen meistens. Bis man damit nichts mehr machen kann. Also nicht mehr gehen kann und so weiter. Und dann gehe ich zum Friseur. Also alle 2 Monate ungefähr. Weiß nicht, irgendwie dauert das bei mir immer so lange, bis ich mich dann wieder hinquäle. Also ich gehe gerne zum Friseur, so nicht. Aber schon ein bisschen teuer geworden, ne? Mittlerweile zahlt man ja schon so um die 20 Euro für einen Haarschnitt.
Das ist schon nicht günstig. Oder ich gehe einfach zum falschen Friseur. Kann ja auch sein. Nee, eigentlich gehe ich zum richtigen Friseur. Beziehungsweise sind dort immer alle ganz nett. Daher kann man sich da nicht beschweren. Und Luxra erreicht nach diesem Kampf, denke ich, Level 49. Das kann sich sehen lassen. Und gleich, so in einer Stunde, muss ich zu den Stadtmeisterschaften bei uns in Esens. Dort machen wir mit. Wir haben es sogar weitergeschafft. Also letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich glaube, das war eher vorletzte Woche. Da haben wir in der Gruppenphase gespielt und sind dort auch eine Runde weitergekommen, weil wir Vierter geworden sind von 5. Sehr gut. Und jetzt sind wir halt im Viertelfinale. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ich denke nicht so weit, denn Grimasse erlernen wir nicht. Diese Attacke braucht Romkuster nicht. Oh ja, Romkuster auch. Romkuster? Nee, Luxra wollte die Attacke erlernen. Ja, so war das. Da habe ich mich ein bisschen verquatscht. Okay, das kann passieren. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei uns wird dann immer so ein Turnier ausgetragen, die Stadtmeisterschaften. Dort sind wir jetzt eine Runde weitergekommen, weil wir Vierter von 5 geworden sind. Nur der Letzte ist nicht weitergekommen. Und jetzt wird es ein Ding der Unmöglichkeit, weiterzukommen. Also die Chancen liegen sehr, sehr schlecht, dass wir weiterkommen. Also es ist Fußball auf jeden Fall. Es gibt auch ein Handballturnier, aber wir machen bei Fußball mit. Handball ist jetzt auch neu dazugekommen. Das gab es früher mal, dann sind, glaube ich, die Anmeldezahlen ein bisschen runtergegangen und deshalb hat man das, glaube ich, sein lassen. Meine ich zumindest, dass es so war. Bin mir da allerdings unsicher. Und beim Fußball mache ich jetzt schon seit 2010 mit. 2009, 2010 ungefähr. Also schon sehr, sehr lange und das jedes Jahr. Also bin ich auch da schon ein alter Hase bei den Stadtmeisterschaften und bekannt. Zwar waren wir nie wirklich erfolgreich, also früher habe ich immer selber eine Mannschaft... selber eine Mannschaft angemeldet. Da wollte dann irgendwie niemand mehr mitmachen, beziehungsweise nur sehr wenige Leute. Und wir waren auch nie eingespielt und deshalb haben wir auch immer sehr hoch verloren. Und am Ende war es dann echt schwer, wieder Leute zusammenzubekommen, die dann mitmachen. Früher waren das viel mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt mittlerweile melde ich selber keine Mannschaft mehr an, sondern spiele bei einer anderen Mannschaft mit. Weil der Aufwand ist dann halt schon sehr hoch, wenn du dann jedes Jahr wieder Leute zusammentrommeln musst. Und irgendwie niemand hat Zeit und oder Lust zum Beispiel. Dann ist es recht schwer, dann wieder eine Mannschaft zusammenzubekommen. Und wenn du dann jedes Spiel so um die 10-0 verlierst, dann macht das ja auch irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Aber was will man erwarten? Man ist ja nicht eingespielt oder so. Daher, und mit der jetzigen Mannschaft, wo ich mitspiele, die treffen sich ja so jeden Dienstag, Donnerstag und spielen in der Halle Fußball. Und somit kann man natürlich, auch wenn Erfolg nicht so wichtig ist, doch was erreichen. Vierter von 5, ja gut. Diesmal hatten viele keine Zeit und man war auch nicht so eingespielt. Daher sind wir halt Vierter geworden, aber wir könnten es auch schaffen, dass wir Zweiter werden. Vielleicht im nächsten Jahr. Und wir sind ja weitergekommen. Also es kann ja sein, dass wir dann noch weiterkommen. Wer weiß das schon? Liegt alles in den Sternen. Luxra auf Level 49. Ich denke, das schaffen wir mit Level 50. Sollte eigentlich. Doch. Das müsste eigentlich klappen. Aber hier geht es ja auch relativ flott mit dem Training. Ich glaube, 2 oder vielleicht noch 3 Folgen brauchen wir, um die Pokémon auf Level 50 zu bekommen. Mit dem EP-Teiler geht das auch relativ flott. Romkosa hat ja mittlerweile schon Level 48 erreicht. Aber 50 sollten wir schon haben, Level 50 hier. Das ist schon wichtig.
Hier erscheint das nächste Pokémon und es ist immer, wirklich immer Pilipa oder vielleicht Tentoxa. Den habe ich jetzt vergessen gerade, als ich gesagt habe, immer. Aber es ist schon relativ oft Pilipa, so meinte ich das. Nicht immer, aber sehr, 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 sehr oft. Und Pilipa bekommen wir auch immer so besiegt. Das geht immer relativ flott. Ich freue mich schon so auf die Pokémon-Liga. Aber es dauert noch ein bisschen. Wir müssen uns noch ein wenig gedulden und diese Zeit nehmen wir uns. Und diese Zeit werden wir auch genießen, um über ein paar Themen zu sprechen zum Beispiel. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Darüber freue ich mich. Oder wie es Peter Maffay sagen würde, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr euch freut. Ich freue mich. So, Pilipa, da bist du ja schon wieder. Also, Luxtra braucht nicht mehr so lange, bis er Level 50 erreicht. Vielleicht schafft das sogar Luxtra in dieser Folge auf dem Thumbnail. Denn ich habe das ja mittlerweile so gemacht, dass dort alle Level 50 Pokémon drauf sind. Beziehungsweise das neueste Pokémon auf Level 50 ist ganz groß drauf. Und oben sind dann so die Pokémon in klein nebeneinander, die Level 50 schon erreicht haben. Und vielleicht ist da ja bald Luxtra drauf. Oder vielleicht auch X-Bud. Oder vielleicht auch bald Rumcoaster alias Galoppa. Ich möchte immer wieder Ponita sagen, aber ist ja mittlerweile ein Galoppa. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Was mir auffällt, dass wir hier recht gut trainieren können. Unsere Pokémon sind nicht so schnell besiegt. Wir dürfen immer als erstes angreifen und besiegen die Pokémon. Auch mit einer Attacke. Ja, gerade sieht das recht wenig aus bei Luxtra, wenn wir da Punkte dazu bekommen. Ah, wir müssen uns gedulden. Vielleicht sollten wir wieder nach oben gehen. Ich meine, dort haben wir ein paar mehr Punkte bekommen, oder? Kann das sein? Weil ab und zu sind da ja auch Level 40 Pokémon erschienen. Und dagegen kann man ja ein bisschen besser trainieren. Wir gehen gleich mal wieder nach oben. Denn wir müssen ja sowieso bald zum Pokémon Center, da Funkensprung bald auf ist. Können wir nämlich nur noch dreimal einsetzen. Das Problem dahinter. Diesmal hat Pilipa Schutzschild eingesetzt. Somit ging einmal Funkensprung verloren. Ja, 421 Punkte. Ich weiß nicht, ob das oben mehr ist. Wir beobachten das einfach mal. Wir gehen wieder nach oben. Hallöchen. Hier kann es natürlich sein, dass wir hier rausspringen und dann wieder Surfer einsetzen müssen. Aber ich versuche mal ein bisschen aufzupassen. Ist ja nervig, wenn das passiert. Und dieses Pokémon ist auf Level 40. Also hier oben sind die tatsächlich ein bisschen stärker. Vielleicht ist das jetzt auch nur Zufall. Ich hoffe es nicht. Mal gucken, wie viele Punkte wir erhalten. Vorhin waren das ja 421. Mal schauen, wie viele es jetzt sind. Funkensprungattacke. Das war's dann wohl mit Pilipa. Wir erhalten wie viele Punkte? Dümpel, dümpel, dümpel. 668. Ein bisschen mehr, ein bisschen aber nur mehr. Aber es lohnt sich schon, denke ich. Mal gucken. Also die Pokémon sind ja hier ein bisschen stärker. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Und da werden wir auch schon wieder angegriffen. Vielleicht mal von einem Pilipa. Ach, dich habe ich heute noch gar nicht gesehen. Echt nicht, aber auf Level 35. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, dass die Pokémon hier oben ein wenig stärker sind. Ich bin in der Hoffnung, dass du nicht Schutzschild einsetzt. Sonst müsste ich Donnerzahn einsetzen. Und ich weiß nicht, ob ich dich dann komplett mit Donnerzahn besiegen kann. Ich denke, wir gehen einfach mal zum Pokémon Center.
und werden unsere Pokémon heilen, sodass wir wieder mehr AP haben. Bei Luxtra, bei der Attacke Funkensprung. Sonst könnten wir auch Donnerzahn einsetzen, aber wenn wir dann immer zwei Angriffe brauchen, dann dauert das auch alles wieder ein bisschen bisschen länger. Daher macht das, denke ich, Sinn, dass wir hier unsere Pokémon heilen. Ich meine übrigens, dass auch ein Kampf gegen Diamant stattfinden wird. Aber ich weiß nicht mehr so genau, wo. Ich meine doch irgendwie vor der Pokémon-Liga, aber bisher ist er ja noch nicht aufgetaucht. Verwundert mich ein bisschen, dass der gute Diamant noch nicht aufgetaucht ist. Und vor allem, wie stark wird er sein? Ist das wirklich noch vor der Pokémon-Liga oder nach der Pokémon-Liga vielleicht? Aber eigentlich müsste unser Rivale vor der Pokémon-Liga auftauchen. Aber bisher haben wir ihn noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Vielleicht ist er ja der Champ. Nein, ist er nicht. Aber vielleicht nach dem Champ. Nein, eigentlich müsste er vor der Pokémon-Liga kommen. Vielleicht auch, wenn wir in das Tor reingehen. Vielleicht erscheint er ja davor. Also bevor wir die Personen dort ansprechen. Vor der Pokémon-Liga. Vor diesem Eingang. Wir lassen uns überraschen. Und Luxtra braucht nicht mehr viele Punkte. Das geht relativ flott. Danach ist Expert dran. Wir lassen dann Galoppa an der zweiten Stelle mit dem EP-Teiler, weil das geht ja eigentlich relativ gut. Vielleicht wird Galoppa auch schon Level 49 erreichen und mit Expert dann zusammen Level 50. Sonst werden wir tatsächlich nochmal in die Siegeshalle, in die Siegestraße reingehen und dort Raumkurse noch ein wenig trainieren. Also wir werden flüchten dann, bis Stalos erscheint. Und gegen Stalos erhalten wir recht viele Punkte. Ich meine auch so um die 900. Und das lohnt sich dann schon. Vor allem wird Raumkurse dann auch nicht mehr so viele Punkte benötigen, denke ich, bis Level 50. Wollen wir Luxtra noch in dieser Folge fertig machen? Das wäre doch eine Idee. Dann mache ich hier ein bisschen länger. Das werden wir in dieser Folge noch schaffen. Level 50 bei Luxtra. Dann kann ich nämlich das Thumbnail so weiterverwenden. Ja, ist ja nicht mal viel. Ist ja nicht mal viel. Alles im grünen Bereich. Das schaffen wir. Wenn es hier jetzt nochmal so um die 500 Punkte gibt, dann auf jeden Fall. Es gibt 410 Punkte. Das ist jetzt nicht so viel. Aber wir bleiben am Ball. Ein Gesprächsthema wäre doch noch gut. Das Erntewagen-Video habe ich euch ja versprochen. Das wird sich noch ein bisschen verzögern, denn ich habe noch keine Antwort von der Zeitung. Wir waren ja damals in der Zeitung, diesen Zeitungsartikel wollte ich gerne in unser Video so einbinden. Aber da muss man ja erstmal erfragen, ob man diesen Zeitungsartikel überhaupt verwenden darf. Und da bin ich gerade dabei. Oder ich habe eine Antwort. Eine Frage gestellt. Noch keine Antwort gestellt. Hä? Was ist das denn? Nee, ich habe eine E-Mail geschrieben mit der Frage, ob ich das verwenden darf. Aber bisher noch keine Antwort erhalten. Deshalb müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Also ich warte so um die 3 Wochen noch. Sonst rufe ich da auch nochmal an. Und wenn ich dann eine Antwort habe, wird das Video relativ schnell erscheinen. Ah, ich habe die falsche Attacke eingesetzt. So ein Mist aber auch. Mann, 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 Mann. Gut, jetzt aber Funkensprung-Attacke. Das darf uns in der Pokémon-Liga nicht passieren.
Luxra hat es bald geschafft. Luxra hat es bald geschafft. Wir können uns schon freuen. 433. Ja, es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange. Nur noch ein bisschen. Vielleicht noch so um die 5 Minuten. So lange müsst ihr euch noch gedulden mit dieser Folge. Komm schon, das nächste Pokémon hier. An Ort und Stelle. Es ist wieder einmal Pilipa. Schon wieder du. Aber wir können zufrieden sein. Das Pokémon bekommen wir schnell geschlagen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ist er ein Freund in dieser Folge. Denn somit können wir recht schnell Pilipa, Luxra und Romcoaster trainieren. Und in der nächsten Folge dann halt X-Bud. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ich bin gespannt, ob gleich Romcoaster schon Level 49 erreicht. Weil Romcoaster erhält ja genauso viele EP wie auch Luxra. Und das könnte natürlich sehr gut möglich sein, dass auch Romcoaster gleich Level 49 erreicht. Wenn dann Luxra Level 50 erreicht. Das dauert hier, bis das nächste Pokémon erscheint. Das war in der Siegestraße ein bisschen leichter. Komm schon. Ein neues Pokémon bitte. Oder sind hier alle besiegt, aber es dauert gerade echt lange. Und wenn man vom Teufel spricht, dann kommt ein Tentoxa. Mal, oh, auf Level 45. Level 45. Das ist schon verdammt stark. Alter Schwede, so ein starkes Pokémon hier. Krass, krass. Sonst sind doch die meisten so auf Level 35, 37 oder 40. Höchstens 40. Aber dass hier ein Tentoxa auftaucht auf Level 45, das ist schon krass. Wie viele Punkte erhalten wir denn? 658. Somit müssen wir nur noch ein weiteres Pokémon besiegen. Dann hat Luxra Level 50 erreicht. Sollte auf jeden Fall so sein. Sind ja nicht mal viele Punkte bis Level 50. Komm schon, ein Pokémon noch. Wo bist du? Ich brauche dich. Pokémon. Na, das dauert so lange. Ah, endlich. Es ist wieder einmal Pilipa, mein bester Freund. Los, Luxra. Zeige uns noch einmal deine Funkensprungattacke. Und dann werde ich diese Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir schauen uns das hier nochmal kurz an. Luxra erreicht Level 50. Yeah! Und was passiert mit Romcoaster? Romcoaster, ja, perfekt. Erreicht Level 49 und will Sprungfeder erlernen. Eine Attacke vergessen. Was ist das denn? Eine Flugattacke? 85, 85 ist ein bisschen... wäre ein bisschen riskant, oder? Ja, vielleicht dafür... Feuerwirbel? Nein. Das ist mir zu riskant, denn diese Attacke geht bestimmt sehr leicht daneben. Und das möchte ich eigentlich nicht. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.